Und da ist auch schon wieder der Captain Klorke. Wir springen gleich wieder in das Dings hier rein. Aufnahmen haben geklappt. Zum Glück, ihr werdet was sehen. Also die sind da. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob auch der Ton da ist. Das wäre natürlich ganz übel. Jetzt müssen wir hier aufpassen, dass wir hier auch. Es lässt uns jetzt bestimmt keiner hier hoch, ne? Das war doch eine dumme Idee, sich hier herzustellen. Wisst ihr, wir sind aber ganz krasse Typen. Wir geben hier einfach Gas. Und, oh doch, die lassen die uns durch? Ihr kennt ja diese Trickserei. Die, guckt euch das an, diese dämlichen Kackversicherungsbetrüger. So, ich muss hier aber trotzdem. Ich muss hier rum, Leute. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, KI. Oh, Mann, noch ein Unfall wäre jetzt Kacke gewesen. So, es schlägt sich natürlich nieder in unsere Bewertung. Also, es ist natürlich eine ganz, 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 ganz schrecklich üble Sache mit der Bewertung dann, wenn wir da einen Unfall bauen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, der Ton ist auch da. Das werde ich aber dann erst sehen, wenn ich das Ganze bearbeite. Gut, wo waren wir denn? Wir haben über einen American Truck Simulator, oder ich habe über den American Truck Simulator sinniert. Nichtsdestotrotz, ich freue mich darauf. Und ich hoffe, ich werde mit dem Marketing oder mit der Vermarktung, ich hoffe, ich kann mich damit anfreunden. Ja, so. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. So, es ist die dritte Folge, die dritte Folge, die ich in Folge aufnehme. Ja, zweimal das Wort Folge in einem Satz. Nicht gut. Ich muss jetzt aber hier wieder rum. Ich muss auch immer wieder auf die Tastatur gucken, damit ich auch die Zeichen hier. Ach, blinken tun wir nicht nochmal. Ich bin jetzt schon in der richtigen Spur. Ihr wisst, dass ich hier lang will. Ist mir doch egal. Knurke darf das. Knurke ist was ganz Besonderes. Knurke, gut. Gute Fahrer. Unfallfrei, alle, die was anderes behaupten, lügen. Das Video, was ihr gesehen habt, ist gefälscht. Es gab keine Unfälle und es wird niemals Unfälle geben. Nicht mit Captain Knorke. Also nicht mit dem Commander, sondern nicht mit Captain Knorke, Freunde. Nein, 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 nein. So. Gut, für die, die es wissen wollen, heute ist Freitag für mich. Gestern war Donnerstag, wo ich mein Internet wieder bekommen habe. Hat ein bisschen geärgert. Mittwoch wäre schöner gewesen. Weil ich denke mal, ich habe das jetzt nicht, ich habe nicht drauf geachtet, aber ich denke mal, dass es da auch einen Stream von Herrn Kawupke gab, den ich dadurch natürlich verpasst habe. Ich habe jetzt auch nicht den aktuellen Stand. Gut, wenn das Video hochgeladen wird, dann ist, glaube ich, eh Samstag oder Sonntag. Das heißt, was ich hier gerade erzähle, ist völliger Humbug und ist Vergangenheit. Aber egal, also ich hoffe mal, dass der Kawupke heute streamt. Denn dann werde ich auf jeden Fall dabei sein. Ich glaube, ich gedenke sogar, mir tatsächlich eine fucking Pizza zu bestellen, damit ich den Kawupke sehe. Ich muss ja mal nachher mal bei Twitter anfragen, ob er streamt. Um das einfach mal zu eruieren, ob es heute Pizza gibt oder ob ich mir irgendwas. Jetzt mache ich dich. Ich kann doch nicht davon abhängig machen, ob ich mir eine Pizza bestelle oder mir selber irgendwas zu essen mache, ob der Kawupp gestreamt oder nicht. Ich glaube, ich muss ja die Spur wechseln, ne? Ach nee, das ist bloß eine Ausfahrt. Für Sprit, das braucht man nicht. Das ist. Sprit braucht man nicht. Braucht man nicht. Sprit. Sprit ist was für Anfänger. Aber der ist ein bisschen langsamer hier, ne? Der ist schon, der ist schon, ja, der ist schon. Ja, so, der ist schon. Ja, der ist schon so. Gut, wie gesagt, ich hatte mir überlegt, dass ich vielleicht zwei Folgen pro Tag rausbringe. Einfach aus dem Grund, um das Ganze hier auch tatsächlich, entschuldigt, um das Ganze hier auch tatsächlich stemmen zu können. Denn ansonsten könnte das hier natürlich ein Projekt für die Ewigkeit werden. Ich hatte ja schon 154 Abonnenten, hat sich aber schon wieder einer verflüchtigt. Das ist gut für mich. Ich meine, auf der einen Seite schade. Hat ihm wahrscheinlich doch nicht so gefallen bei mir. Ist aber halb so schlimm, ist ja jedem selbst überlassen. Ja, also, falls du dir jetzt doch nochmal das Video angucken solltest, also derjenige, der das Abo wieder verworfen hat, ich bin nicht böse. Definitiv nicht.
Nicht, weil ich dadurch weniger Kilometer fahren muss, sondern einfach so. Ich meine, wenn dir das Programm, nenne ich es jetzt mal, nicht zusagt und trotzdem erstmal testweise. Erstmal, man kann ja sagen, ist es schon mal schön, dass er dann testweise mich abonniert hat. Ne? Ich denke mal, darauf wird es hinauslaufen. Man abonniert jemanden, guckt sich ein paar Videos an und entscheidet dann, ja, okay, ist was für mich oder nee, ist Kacke. Es kann ja sein, dass er gerade mich abonniert hat, als ein Video kam, was ihm einigermaßen zugesagt hat. Und dann die anderen Videos halt nicht. Also es ist ja nicht jedes Video ist gleich. Es wäre ja auch schlimm, wenn jedes Video gleich wäre. Also daher auch der Aufruf an alle. Ihr könnt mich ruhig deabonnieren. Ich bin echt nicht sauer deswegen. Denn warum soll man was abonnieren oder jemanden abonnieren, dessen Videos man dann sowieso nicht guckt? Das ist, ja, würde ja völlig an der Sache vorbeigehen. Von daher ist das absolut nicht schlimm. Ich freue mich natürlich über jeden Abonnenten. Und natürlich, auch wenn sich das vielleicht anders angehört hat, ich freue mich natürlich auch für jeden Abonnenten, wenn ich dafür 1000 Kilometer mehr fahren darf. Wir machen mal hier den Wischer an und, oh, da wäre ich ja fast gegen das Schild geknallt, ne? Weil ich halt auch immer wieder auf die Tastatur gucke. Was mich wieder zum Lenkrad oder zum Gamepad ja, was mich da wieder zu dem Thema bringt. Aber egal, nein. Abonniert mich nur, wenn ihr wirklich die Videos anschauen möchtet. Oder auf Probe und dann wieder deabonnieren, wenn es euch nicht zusagt. Es ist da absolut kein Problem. Schön wäre natürlich, wenn ich da eine Info drüber kriegen würde. Wenn ihr mich wieder deabonniert habt, was euch nicht gefallen hat. Ich meine, gut, das wird jetzt wahrscheinlich keiner gucken oder zuhören, was ich gerade gesagt habe, aber für mich persönlich wäre das schon schön, damit ich sehen kann, ob das eine Sache ist, die man einmal ändern kann und ob das gleichzeitig auch eine Sache ist, die ich auch ändern möchte. Weil das ist ja auch mit ganz wichtig. Abonnenten, Viewer, alles gut, alles wichtig, alles schön. Aber trotzdem nicht Dinge machen, die einem selbst nicht zusagen. Nur damit die Abonnenten bleiben. Na, im Prinzip, das Ganze ist ja immer noch ein Fun-Projekt. Man soll ja Spaß haben. Und wenn man dann immer nur das macht, was die Abonnenten oder Viewer wollen, dann heißt das ja nicht, dass all das einem selbst auch Spaß macht. Wenn ihr jetzt anfangen würdet und sagt, ey Knorke, spiel mal, was weiß ich, Call of Duty. Nein. Das mache ich nicht. Selbst wenn es die Mehrzahl sagen würde, ich soll das spielen. Nein. Weil Ego-Shooter sind für mich. Nein. Kann ich nicht, spiele ich nicht, würde ich nur noch versagen. Die spiele ich vielleicht privat mal. Den einen oder anderen Ego-Shooter. Aber das fesselt mich dann nicht lange. Liegt vielleicht daran, weil ich so schlecht in Ego-Shootern bin. Deshalb sagt mir das auch nicht zu. Und ich bin der Meinung, dass wenn ich schon YouTube-Videos mache, dann müssen das Videos sein, oder dann sind das Spiele, die ich hier zeige oder die ich Let's Playe, die mir selbst auch Spaß machen. Wenn ich an irgendeinem Projekt, was ich Let's Playe, keinen Spaß mehr habe, dann wird das nicht fortgeführt. Das ist ganz einfach. Wenn mir da irgendwann der Spaß verloren geht, dann ist es weg. Ja. Ihr müsst natürlich keine Angst haben wegen dem ETS 2-Projekt, weil ETS 2, ich spiele das ewig und ich finde immer wieder Spaß daran. Das dürfte nicht das Problem sein. Es kann natürlich sein, dass es vielleicht mal eine Pause gibt, was ETS 2 angeht. Ne, wenn ich's überspielt habe. Kennt ihr das? Wenn ihr ein Spiel, was ihr wirklich gerne spielt, dann plötzlich sagt, nö, ich habe da gerade absolut keinen Bock mehr drauf. Kennt ihr sowas? Wenn ihr euch überspielt habt? Ne, also sowas wie, ich bin ja fett, ne? Also von daher kenne ich das mit den Überfressen. Beziehungsweise, ich weiß nicht, vor
10 Jahren, das ist eine Erinnerung, ich glaube, das ist ein Trauma, deshalb erinnere ich mich immer daran. Vor 10 Jahren oder so, ich habe unheimlich gerne, oh Gott, wie heißen die Nüsse? Nicht Walnüsse, nicht Erdnüsse. Oh, wie heißen die denn? Ich weiß es nicht mehr. Irgendeine Nusssorte war das. Die habe ich so gerne gegessen. Ja, und zu Weihnachten ist es ja so, da gibt es immer wieder Nüsse. Und da haben meine Eltern natürlich auch immer wieder solche Tüten voll mit Nüssen gekauft. Und ich habe die so gerne gegessen, dass ich mich, was weiß ich, dann immer mal wieder eine Tüte geschnappt habe. Um die, was mache ich denn hier? Ich wollte hier rummachen. Oh Gott! Multitasking-Knurke ist nicht mehr existent. Der Computer sagt nein. Ich habe nicht mal geblinkt, war ich bin jetzt eh hier auf der Ausfahrt. Okay. Nein, wo war ich? Ach so. Und einen Abend habe ich das so übertrieben. Habe ich tatsächlich doch, ich glaube, 2 Tüten von den Nüssen habe ich mir rangeholt und habe die gegessen. Und habe die gegessen und habe die gegessen. Ja, was soll ich sagen? Danach habe ich die wieder ausgekotzt. Ja, Knork hat kotzen gesagt. Ich habe die tatsächlich wieder ausgekotzt, weil ich mich an denen überfressen habe. Ich sag's einfach mal, es ist so, ich habe mich überfressen an den Dingern. Und ich habe danach, ungelogen, jahrelang nie wieder Nüsse gegessen. Weil mir das immer wieder im Kopf geblieben ist. Hat sich irgendwie verankert, keine Ahnung. So dumm das klingt, aber ich konnte die nicht essen. Oder ich habe mich, ja, geweigert nicht. Ich habe die nicht mal mit der linken Arschbacke angeguckt. Ne, kennt ihr ja. Also so wie ich auch Angelina Jolie nie mit der linken Arschbacke angucken würde. Ja, er hat über Angelina Jolie gemeckert. Sie hat's verdient. Nein, also doch, ja, sie hat es verdient, aber nein, also ich hatte mich tatsächlich an deren überfressen. Inzwischen esse ich wieder Nüsse, ja. Das ist also nicht das Problem, aber ich habe tatsächlich jahrelang die nicht gegessen, weil ich mich halt einmal an denen überfressen habe. Und genauso ist das auch, glaube ich, mit Spielen. Ja, wenn es da ein Spiel gibt, was man wirklich ständig zockt, dass man es irgendwann einfach über ist. Oder ist es einfach eine andere Generation? Ich weiß nicht, es gibt ja Leute, die spielen jahrelang schon League of Legends oder StarCraft und haben irgendwie nicht die Nase voll. Entweder weil die, ich kann mir den Scheibenwischer ausmachen, ne? Entweder weil die tatsächlich nebenbei auch Ausgleich. Ich habe den Scheibenwischer ausgemacht. Oder Moment, habe ich jetzt 2 Stufen mit dem Scheibenwischer? Ja, ich habe Intervall, das wusste ich gar nicht. Und das ist dann der normale? Oh, Knock hat einen Intervallscheibenwischer. Okay, also wir sind hier in der City. Ich bin mal ganz kurz ein bisschen konzentrieren. Ach so, ja, entweder weil die das tatsächlich, obwohl LOL-Spieler, wenn die besser werden wollen, spielen die das doch ständig. Ich meine, ich kann nicht hier rum, kann ich hier rum, ohne dass du fährst mir doch tatsächlich an. Ha! Du kommst trotzdem näher. Sag mal, spinnst du oder was? Ich stehe hier, Junge. Alter. Ich sperre hier die Straße. Nein, ich weiß nicht, wie die das machen. Also, die müssen das doch auch ständig spielen oder sich Videos angucken, um zu lernen oder was weiß ich. Die beschäftigen sich auch ständig damit. Mit LOL und StarCraft und wie sie nicht alle heißen, Dota. Und Smite und na, hauptsächlich diese ganzen MOBA-Spiele sind das ja. Und ja, also ich hätte das wahrscheinlich schon längst über. Ich könnte mir das gar nicht mehr. Vielleicht bin ich auch einfach zu alt dafür, um zu sagen, ja, ich kann sowas ständig spielen. Für alle Ewigkeiten, ohne Probleme. Also ich kann das. Mal gucken, wenn ich so rumlenke. Dann müsste ich eigentlich so ein Stück rüber. Und dann ist das natürlich völlig falsch, wie ich das gemacht habe. Mann, ey, ich krieg das echt nicht hin. Ich bin echt zu blöd dafür. Setz mich niemals in einen LKW mit Hänger. Oder mit Auflieger ist das ja, glaube ich, ne? Oder überhaupt. Ich meine, ich darf ja eigentlich auch Auto fahren.
Aber sehen tue ich jetzt gerade überhaupt nichts. Komme ich denn überhaupt noch einigermaßen richtig rein? Ja, also in der Nähe bin ich schon mal, das ist gut. Ja, aber der Knocke versucht es trotzdem noch, ne? Auch wenn es jetzt nur langsam vorangeht, er versucht es trotzdem noch, den irgendwie da reinzukriegen. Und das ist jetzt gerade, das geht gerade völlig schief, sehe ich gerade. Ja, wir sind direkt daneben. Natürlich nicht so nutzvoll. Moment, ich glaube, wir müssen mal bitte geradeaus. Also dieses Piepen, ich glaube, das Piepen müsste ich abschalten, ne? Das ist doch echt. Sonst mal wie ich hier 10 Minuten brauche, um irgendwo einzuparken. Dann ständig das Piepen im Kopf zu haben. Oder in den Ohren zu haben. Wenn es gut fürs Let's Play, ne? Ich meine, mit einparken habe ich dann schon mal 10 Minuten verbraucht, ne? Ist die halbe Folge. Halt. Nicht so weit. Jetzt kann man hier wieder ein bisschen rüber, denke ich. Ich glaube, so kommen wir gut rein. Wenn wir jetzt noch ein bisschen schneller rüberziehen würden, dann wird wieder einigermaßen gerade stehen. So, vorsichtig. Jetzt wieder hier zurück. Wird das was? Wir sind wieder direkt daneben, parken wir ein. Ich sehe das gerade. Ich kann das echt nicht. Ich bin echt zu blöd für den Scheiß. Es zählt, glaube ich, nicht, oder? Da sind wir echt nicht gut genug drin. So, wie ist denn hier Nullstellung? Ich kann ja nicht mal das Lenkrad auf Null stellen, ohne, weil Tastatur. So rum. Ich will noch ein Stück zurückfahren. Einfach nur, um zu gucken. Es funktioniert tatsächlich. Es hat tatsächlich funktioniert. Damit hätte ich jetzt. Nee, damit. Echt nicht. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Oh, ganz knapp verfehlt. Schade, schade, schade. So, da sind wir wieder. So, 1647 Kilometer. Leute, wir kommen langsam voran. 28.000 haben wir als Guthaben. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich zünd jetzt noch eine Zigarette an. Wir werden jetzt erstmal nicht weiterfahren für die Folge. So. Gut. Ja, wir wollen doch nicht künstlich in die Länge ziehen, die Folge. Ich werde jetzt das Spiel erstmal beenden. Werde mal die Dateien bearbeiten, damit wir heute zum Freitag auch noch eine Folge hochkriegen. Und ich hoffe mal, dass der Ton wirklich aufgenommen wurde. Ansonsten haben wir ein Problem. Egal. Ich danke, dass ihr wieder dabei wart. Agarien wird wahrscheinlich sich das tatsächlich angetan haben. Und ich glaube, der Feuerbart war auch leicht interessiert an dem Projekt. Hätte ich schon mal zwei Viewer. Danke dafür. Und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Ne? Schreibt durch Kommentare rein, was euch zusagt, was. Aber auch, ich weiß ja nicht, auch natürlich jetzt abgesehen von den zwei, die ich gerade genannt habe. Ihr könnt alle Kommentare reinschreiben. Auch, ich hatte ja das Thema Gamepad angeschnitten. Wie sich das steuert, das wäre vielleicht interessant. Ich habe jetzt zwar auch noch ein Gamepad, aber wie es mit meinem Lenkrad ist, ist auch so ein Billigteil, was ich mir mal zugelegt habe. Damals, Hauptsache es hatte viele Knöpfe, also war es gut. Und hat geleuchtet. Ne? Also, puhuhu. Aber ich denke mal, heute ist das Gängige, ist ein Xbox-Controller oder sowas. Also ich weiß, viele haben Xbox-Controller. Welchen habt ihr denn da eigentlich? Den 360 oder den One? Oder gibt es überhaupt einen Unterschied? Ich habe konsolentechnisch bin ich echt PC Master Race. Sorry. Aber so ein Gamepad ist sicher nicht schlecht für einige Spiele. Ansonsten, ja. Jetzt habe ich das Video doch ewig in die Länge gezogen. Es tut mir leid. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Ich weiß jetzt nicht genau, wann dieses Video rauskommt. Falls der arme Herr Feuerbart immer noch ein bisschen rumkränkelt und zu kämpfen hat, dann von hier aus immer noch gute Besserung. Ansonsten schön, dass du wieder da bist. Macht's gut. Tschö.